Mudgarasana ist die Stellung des Hammers. Sie wird erwähnt in der Narada Purana, aber ist nicht genauer beschrieben. Ich kenne eine Stellung, die als Hammer bezeichnet werden kann, was eine dynamische Stellung ist. Ob das jetzt die traditionelle ist, sei dahingestellt, aber du kannst sie mindestens üben und etwas tun für deine Hüftflexibilität. Bringe deine Fußsohlen zusammen, ähnlich wie für Bhadrasana oder Baddha Konasana. Jetzt atme ein und hebe die Arme hoch und falte die Hände. Beim Ausatmen beuge dich nach vorne, Hände auf den Boden, Brustkorb über die Füße oder auch den Bauch. Einatmen wieder hoch und ausatmen nach vorne und unten. Einatmen wieder hoch, ausatmen nach vorne und unten. Mache dies einige Male, damit stärkst du die Rückenmuskulatur und tust etwas für die Hüftgelenksflexibilität.